zwei Arten von Leuten, die Mathematikhasser und die Mathematikliebenden. Und wir suchen die Liebenden natürlich. Also natürlich muss man das Interesse an Mathe mitbringen, sonst ist es hier nicht schön für einen. Ja, ich habe schon eine Leidenschaft, auch am Rechner zu sitzen und so ein Problem zu bekommen, was man wirklich löst, und zwar programmiertechnisch löst. Sie müssen nicht nächtelang durchprogrammiert oder gespielt haben. Weil wir eben in der Informatik bei Null anfangen. Bei Scientific Programming hat man halt die Informatik dabei, was ja wirklich sehr praktisch ist. Also Programme schreiben und dann, ja, sieht man nachher die Lösung. Die Anwendung, das ist das Schöne. Man kann sich auf ganz verschiedene Weisen spezialisieren. Es muss jeder halt für sich wissen, was er gerne macht. Ob er eher sowas wie Robotik mag und gerne eine Maschine so programmieren möchte, dass die etwas Bestimmtes tut. Oder ob man eher irgendwelche Vorgänge vereinfachen möchte und beispielsweise Papierkram erleichtern möchte den Menschen. Die Anzahl der Anwendungsmöglichkeiten ist eigentlich unbegrenzt. Wenn ich fertig bin mit dem Studium, habe ich den Bachelor of Science und gleichzeitig halt auch noch eine Ausbildung als mathematisch-technischer Softwareentwickler. Dual ist toll, wir haben Studium und Ausbildung, wir haben Gehalt und trotzdem ein Studierendengefühl. Ein dualer Student macht ja den ganzen Tag nichts anderes, als die Theorie anzuwenden. Und deshalb kommen die, glaube ich, schon gut bei den Arbeitgebern an. Ich habe geguckt, welche Firmen kooperieren mit der FH Aachen. Meistens ist es so, dass dann die Firmen, die dann ausgebildet haben, ja auch froh sind, wenn die Leute da bleiben, weil sie auch schon eingearbeitet sind. Und man hat eben fast eine Arbeitsplatzgarantie bei dem ehemaligen Ausbilder. Wir haben drei Vorlesungsstandorte, die befinden sich im Forschungszentrum Jülich, am IT-Center in der RWTH in Aachen und in Köln. Ich habe mich für den Standort Köln entschieden, weil es schön klein ist. Man sitzt nicht in einem großen Vorlesungsraum, also in einem Hörsaal, wo hunderte von Leute sind, sondern hier sind tatsächlich nur 24 Leute. Ich habe Aachen gewählt, weil hier die Vielfalt an Wahlkursen, Wahlpflichtfächern viel größer ist als in den anderen Standorten. Ich finde hier am Forschungszentrum halt super, dass man mit den Wissenschaftlern zusammenarbeitet und man dann auch in andere Bereiche mal reinguckt. Ich komme halt auch hier aus der Gegend, kannte das Forschungszentrum. Die Auswahl der Jobs ist, würde ich sagen, sehr, sehr riesig und es stehen einem sehr viele Türen offen. Das kann sein in der Forschung, bei Versicherungen. Eigentlich wird man überall eingesetzt, wo Software gebraucht wird. Der Job kann familienfreundlich angelegt werden, weil man eben gewisse Dinge, was Programmierung angeht, was Konzeptionen angeht, auch in Telearbeit leisten kann. Das ist die Zukunft.